Leben und Tod ist noch nicht mal erschienen und die Sims-Entwickler kündigen schon die nächsten beiden Sets für die Sims 4 an. Unsere Sims-Community ist wirklich vielseitig, die jetzt auch in offiziellen Packs mitwirken kann. So wurde von EA frisch die beiden neuen Sets gemütlicher Kitsch und süße Pyjama-Party angekündigt. Eins für den Baumodus und eines für den Cars. Diese wurden komplett von der Community, genauer von Maishuno-san und Trulike, erstellt. Sie haben sowohl die Objekte als auch die Screenshots, Rendergrafiken und Titel des Sets festgelegt. Die beiden Packs erscheinen bereits am 14. November für alle Plattformen und werden wohl ebenfalls 5 Euro kosten. Aber jetzt mehr zu den eigentlichen Inhalten der Sets. Süße Pyjama Party bietet, wie der Name schon vermuten lässt, neue Pyjamas für eure Sims, die in verschiedenen Stoffen, Farben und Mustern daherkommen. Wie auf diesem Screenshot zu sehen, wird es wohl ebenfalls Augenpads geben, die man sich ins Gesicht klebt. Hoffentlich gibt es hier aber auch Objekte für Kinder. Für das gemütliche Kitsch-Set wurden Objekte im Kitsch-Stil der Jahrhundertmitte integriert, die in Rot, Grün und Senfgelb daherkommen. Auf den Screenshots sieht man hauptsächlich Objekte fürs Wohn- oder Esszimmer. Wie viele es genau sind, erfahren wir aber erst später. Wenn euch interessiert, wie die Objekte erstellt wurden, findet ihr einen ausführlichen Interviewartikel in der Beschreibung. Lasst doch bei Gelegenheit außerdem ein Like und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.